Willkommen zu einer neuen Runde Meta Matches und wir spielen gegen einen Edgelord, wie es aussieht. Aber hey, man kann man jetzt Kommas schreiben, ohne das Spiel zu killen. Das ist auch schon mal ein Fortschritt. Okay, wir haben drei Handtraps. Und ein Break. Ja, gut. Aber wir haben drei Handtraps. Was im Umkehrschluss natürlich bedeutet, dass wir jetzt ein Mirror-Match spielen werden. Wahrscheinlich. Okay, das ist kein Mirror-Match. Das war die, die den Dingens hier suchen konnte, den Terror-Top, ne? Ja, das wird sich eine Ash fangen. Ja, glaube ich auch. Kurze Frage, ist Terror Top so, dass er sich specialt und dann direkt den Taketonburg oder specialt er sich und dann aktiviert sich den andere Effekt von ihm, der den Taketonburg specialt? Er specialt sich und dann on field aktiviert sich der andere Effekt. Okay. Ja, set go. Ja. Hätte irgendwas gemacht, hätten wir das jetzt kaputt schießen können, aber hat er halt nicht. Moment, wieso? Ach ja, klar, die ja, ja. Die muss ja noch eine andere Karte abwerfen. Klar. Logisch. Ja, resolved. Es gibt gar keinen Grund, jetzt den Lord raus zu specialen. Wir haben einen auf der Hand. Wobei. Man hätte es argumentieren können, aber er hat ja nichts. Das heißt, wir sind nicht in Eile. Und so ist der Gamma noch live. Lightning Storm Main Deck und dann will der First gehen. Hä? Auch ein guter Punkt. What? Was kommt denn jetzt? Ah, okay, das kommt jetzt. Ja, soweit so gut. Ah. You got it. Das ist doch auch ein Tuner, den er jetzt holt, ne? Richtig. Nix Nudelfiber. Sagt Nilfiber nicht mindestens ein Tuner? Stimmt. Ich meine, es ist egal, weil er nicht den. Aber so, und er fängt nicht ein Gamma. So, wir haben zwar nichts, aber du willst auch nicht mehr. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Ja, nicht ganz. Noch kriegen wir den Golden Lord nicht aufs Feld. Ja. Kleinigkeiten. Dann so. Gehen wir mal ein, Conquistador. Ja. Schade, dass wir nicht die Option haben, auch auf die Hand zu nehmen. Weil es nichts bringen würde, hat ja keine Karte auf dem Feld, die wir schießen könnten. Hallo, Ash! Ja, Activate Conquistador und Normal Summon Lion. Ja, Normal Lion, Fiber, Combo. Wir haben ja zwei Lions im Deck gehabt, ne? Ja. So, Fiber. So, ja, machen wir Lion jetzt auch gleich. Ich meine, es ist egal, wenn das Token kommt. Ja, wir können es jetzt auch genauso gut einfach rausholen. So. Das ist die Frage, holen wir jetzt überhaupt den Olion? Wenn wir jetzt einen Jet holen gehen. Dann kann der einmal wiederkommen. Ja, wir gehen Jet holen. Dann gehen wir einen Linkross basteln. Hallo Tokens. Genau. So. Und so.
Dann können Jet und Token in Formel-Synchron gehen, dann kann man nochmal zwischendurch kurz eine Karte ziehen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Hi. Hi. Ja gut, das ist für nichts. Vielleicht melden wir was Gutes. Wir können es aktivieren, theoretisch. Aber noch nicht jetzt. Jetzt können wir erstmal mit Formel und Token in den Marcher gehen. Der dann auch gerne mal würde. Ja, genau. Dann kann sich der Marcher... Der kann den O-Lion reviven oder den Formel-Synchron, das ist egal. Hauptsache als Stufe 2. Genau. Dann können das Linkross und der Token in den Barricade-Board-Blocker gehen. Einfach nur, damit wir zwischendurch mal den Lord kurz abschmeißen können. So. Haben wir den auch endlich mal im Friedhof. Da können wir das Tuning auch dafür benutzen. Das ist besser. Dann können wir... mit... Barricade und Marcher in Auroradon gehen. Genau. Aktivieren oder nicht aktivieren für einen Access Code? Doch, wir nehmen die Token. Okay. Wir dürfen nur nicht links sammeln, Synchro sammeln geht ja noch. Dann können wir einen Savage bauen. Dann geht der sich den Needlefiber holen. Ja, oder den. Für ein bisschen. Needlefiber wäre ein bisschen mehr Attack gewesen. Ja, und noch dann. Der Golden Lord und dann ist er tot. Dann können wir das Tuning setzen und dann kommt der Lord. Ach ja, Dings haben wir auch noch im Friedhof, aber den brauchen wir nicht. So, ja. Und Boots. Ja. Man könnte noch den Jet wieder, also Main 2 würde man dann noch den Jet wiederholen und noch einen Harald bauen. Aber Main 2 gibt es keine. Ja. Okay. Jetzt gehen wir Second. Das Deck baut theoretisch sowas wie ein Board auf, also wollen wir Droplet haben. Droplet ist immer gut. Wenn man Second geht. Ja, genau. Und dann die gleichen Cuts wie beim letzten Mal. Also ein Golden Lord, ein Huanquero und das hier. Genau. Ja, und mehr brauchen wir auch noch nicht. Nö. Mal gespannt, was er jetzt boardet. Also ich gehe mal, also ja, es ist stark davon ausgehen, dass er wieder First gehen will, auch wenn der Lightning Storm dann etwas weird ist. Vermutlich. Ja, erwartungsgemäß. Und wir haben immerhin ein Gamma. Und ein Droplet. Ja, Gamma muss es jetzt tun. Okay. Das ist okay, der linkt damit eh in irgendwas und dann können wir das Link gammern. Ja, der kann auch damit den Dingens hier holen, das Speedword Link Monster. Genau, und das fängt sich dann in Gamma. Ich weiß nicht, ob das Speedword Link Monster gerade Wind- oder Maschinenmonster gesagt hat, aber egal, was man bei dem ja gesagt hat, die erfüllt's. Das war Windmonster. Klar. Kannst du gerne auch so zuerst machen. Schützt deinen Rubberband-Shooter nicht vorm Gamma. Aber war richtig so rum, weil wenn wir ihn jetzt gammern, hat er schon den Takedonbok auf dem Feld.
Das Schöne ist aber, je nach sein, irgendwie sein Deck gebaut ist, kann er das mit dem Rubberband-Shooter genau einmal machen. Wenn sein Deck so gebaut. Wir wissen nicht, ob das dieses Quasar-Deck ist. Nicht Quasar, der andere. Blazer. Hier ist allerdings der Punkt, warum hat er den Taketomb auch vorher gebaut? Weil... Jetzt hätte er nicht mehr specialen können. Ja. Aber wenn er jetzt nicht noch einen Extender hatte, dann war das zu specialen gar nicht so gut. Er hat aber einen Extender. Okay. Ja, den... Was sagt der? In einem Windmonster kontrolliert. Ah. Das heißt, das war richtig, was er gemacht hat. Er wollte nur noch kurz das andere schreiben, dass wir schon wieder den Gamma haben. Ja, das kommt mal vor. Mhm. Ich meine, in dem Deck sind ein paar Handtraps. Ist der One-Spider? Achso, er wollte nur gucken, ob er einen Extender reinziehen kann. Achso, klar, each once per turn. Oh, er kann einen Extender reinziehen. Jetzt darf aber nur noch Synchros bauen. So, und die Combo, die wir damals hatten, hat ja noch eine Link in Auroradon vorgesehen. Okay. Das ist keine Synchro. Dann würde ich sagen, bauen wir mal einen Cursed Eldland und gucken mal. Mangels Alternativen. Ja, wir haben schon Alternativen, wir können den Jet Normal und den Needle Fiber Combo gehen, aber jetzt gucken wir erstmal, was hier passiert. Anscheinend dürfen wir suchen. Ja, dann hallo Golden Lord. Ja, und dann würde ich sogar sagen, wir werden das Droplet los, weil wir setzen jetzt eh dann nachher unsere Hand. Und dann brauchen wir das nimmer. Wir können es nicht mehr aktiv benutzen. Also schmeißen wir das Droplet ab und räumen mal die Verdeckte da weg, weil die ist die stört. Potenziell stört. Ja. De facto stört. Nein! Es war das fucking Dave. Unlucky. Hardcore. Okay. Deswegen meint er passende Handtrap, weil alle anderen hätten sich das Dave gefangen. Nö, die Impermanence nicht. Ja. Ja, dann Normal Jet und Fiber. So weit können wir ja dann. Hm? Genau, wir können ihm hier wieder einfach die Standard-Kombo bauen mit Conquistador. Genau. Savage und Herold. Aber wir bringen ihn eh nicht um. Ja, ich glaube, Savage Herold ist ein ganz guter Call. Also, ja. O-Lion, Link Ross, bla bla bla. Man kennt die Story. Ja, man muss sich halt nur durchklicken. So. Kommt Token. Kommt Token. Dann haben wir einen Marcher. Da. Was haben wir jetzt im Graveyard? Also, wir hätten jetzt natürlich gerne Trigger, aber was haben wir im Graveyard? Okay, der triggert jetzt, aber was hatten wir da sonst noch? Ja, ja. So, also ja, der triggert. Ja, der Marcher triggert. Die ganzen... Ah! Ach so, natürlich. Ja, klar, Link Uribu. Ja, das aktivieren wir nicht. Nee, noch nicht. Vielleicht irgendwann mal später, aber jetzt gerade nicht. So, dann haben wir einen Harald. Dir und dir. In Attack, weil wir ja, wegen der Marble Machine. Ja. Genau, wir wollen über die Marble Machine latschen. Wir holen den echt oft in Attack gerade. Hilft ja nichts. Dann in Barricade. So und. Wurst? Ja. Diesmal nicht aktivieren? Nein. Wir würden gerne nicht unsere Imperm diskarden für gar nichts. Dann Auroradon. So, du. Dir und dir. Ja.
Und nicht unchain, bitte. Nein, bitte nicht. So. 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 Dann schießt Aurora dann mal sich selber und einen Token weg. Für das 2. So. Genau. Für den zweiten Orion. Yep. Und hallo Warlord Savage. Ja. Nach dieser überhaupt nicht aufwendigen Kombo, die sich jetzt noch gerne den Aurora dort schnappen würde, weil dann gibt es am meisten Plus. Ich darf anmerken, dass wir das alles mit einer Handkarte gemacht haben. Mit zwei. Wir haben in den Chat ja was reinschmeißen müssen. Ja, aber das war egal, was das war. Das hätte jede andere Karte sein können. Ja, dann Battleface, Stampf, Stampf. Ja, das mit A. Hä? Es liegt das Cursed Eldland. Wir dürfen nur mit Zombies. Ja, das war irgendwie okay. In meiner Richtung war das schon weg gewesen, weil wir das ja mit Dings. Okay, ja, egal. Ja. Dann setzen wir noch die Impermanent sagen, oh, das war. ja. Normalerweise hätte das Eldland der Lord weggeräumt, aber der hat sich dann ja unglücklicherweise einen Dave gefangen. Wir hätten gerne eine Endphase Conquistador-Effekt. Gut, hat nicht ganz funktioniert. Ja. Aber gut, das Einzige, was jetzt anders gewesen wäre, wenn wir dran gedacht hätten, wäre, dass der Harald im Dev gelegen hätte. Ja, weil wir das Board hätten wir ja genauso gebaut. Interessanterweise darf der jetzt seinen Link aktivieren. Klar. Anscheinend. Wie liest der sich denn? Sagt er nicht, dass der eine auf den Grave geht? Ja, der hat zwei Effekte. Ja, dann darf er jetzt aber nur den Additional Normal, weil Send to the Graveyard darf er nicht. Da sagt Herold nein. Richtig. Deswegen ist er wahrscheinlich gerade auch am so lange überlegen und über warum er das nicht machen kann. Mhm. Big Thing. Er hätte doch einfach als Battleface und über den Herold drüber latschen können. Er hat wahrscheinlich nicht dran gedacht. Ja, ist auch eine doofe Interaktion. Durchaus, weil ja. Der sendet ja als Effekt auf dem Friedhof, deswegen darf er es nicht. Wenn das als Kosten auf dem Friedhof senden würde, was by the way OP wäre, dann dürfte er natürlich. Es würde halt nur dann zufälligerweise stattdessen verbannt werden. Aber er ist es halt nun mal nicht als Kosten. Und er sagt auch nicht Mill, er sagt Send to the Graveyard. Ja. Wait, gibt es überhaupt eine Karte, die sagt, dass man Milled? Also wirklich so. Es gibt Discard. Aber vom Deck auf dem Friedhof heißt, glaube ich, immer vom Deck auf dem Friedhof. Ja, weil Mill ist ja. Hä? Darf er doch? Ja, nö, jetzt läuft der Effekt, das hat er normal beschwört. Nee, er hat doch gerade den Synchro verbannt. Hat er? Oh. Okay, dann wird's anscheinend doch. Dann darf er es anscheinend doch machen und es wird dann stattdessen verbannt, aber nee, oder? Nee, lass mal Herold dazwischen schmeißen, weil der kann ja sowieso einfach Battleface gehen. Ja. Hat er ein zweites Dave? Das ist komisch. Ja, und nö? Nö. Na, nö? Nö. Braucht er nicht. Aber so viel muss er ja noch mit einkalkuliert haben, weil den kennt er ja. Ja. Ah! There we go. Aber Normalbeschwörung ist raus damit und dann. Kassiert er jetzt eine Imperm und dann hat sich die Sache genau. Hoffentlich. Wir wieder nicht drei Rubberbands haben. Und selbst wenn, der Effekt ist raus. Mhm. Zumal ich glaube nicht, seit drei Rubberbands spielen so viel Platz hast du Max einfach nicht.
Geiles 5-Minuten-Match. Ja. Aber 5 Minuten waren es nicht. 10 hat schon gedauert. Ja, das ist... Ne, Meta gegen Rogue, das ist halt immer schwierig. Wenn man drei Sachen... Mann? Was auch immer. Ja. Ja? Also ja, wir haben tatsächlich viele Negates gehabt. Die drei Interrupts reicht, hätte aber gegen Meta nicht immer gereicht. Richtig, ich meine, das hier sind die Meta-Matches halt nun mal. Ja. Da passiert sowas. Ihr könnt gerne Rogue Decks spielen. Wir spielen ja nur jede dritte Woche nur jede 2,5. Woche Meta. Ja, ansonsten sniped uns und ja. Ja. Also wenn wir normal Deck-Einsendung oder so spielen, dann ist das ja auch voll okay. Aber gegen Meta, da wird halt wirklich auch Meta gespielt. Ja. Soll nicht heißen, dass ihr unbedingt Adamant spielen müsst. Es gibt ja noch andere Meta-Decks. Aber Speedroid ist halt keins. Nee. Und ja, dann bis Freitag. Bis Freitag. I'm not going to be able to do that.